Hey, willkommen zu einer neuen Folge Valkyria Chronicles 4. Eine neue Episode wurde hinzugefügt und die werden wir jetzt spielen. Ein Hinterhalt auf einen eigentlich übermächtigen Trupp. Und wir warten auf Verstärkung. Moment, das ist eine Rettungsmission? Wen retten wir denn? Uns, oder wie? Unsere Aufklärer kämpfen im nördlichen Wald gegen den Feind. Aber ein Erdrutsch sperrt uns den Weg ab. Oh oh. Wir nehmen einen Umweg vom Südwesten des Waldes und gehen dann nach Norden. Das Aufklärerteam muss einfach durchhalten, bis wir da sind. Keine Zeit, ein Lager aufzuschlagen. Also gibt es keine Verstärkung. Finde ich cool. Finde ich cool irgendwie. Claude und Raz. Ach so, da oben sind nur Claude und Raz und ein paar andere gefangen. Und ich, okay. Oder wie jetzt? Nee. Jetzt kenne ich mich nicht mehr aus. Ist auch nicht so wichtig. Wir haben hier schon Scharfschütze und Mörser, Grenadier. Wie heißt denn die Einheit eigentlich? Grenadier. Ja, genau, da passt schon. Wir haben hier schon Grenadier und Sniper. Okay. Dann nehmen wir auf jeden Fall mal noch... Hä? Warum kann ich sie nicht mitnehmen? Ah, der Trupp, den ich letztes Mal benutzt habe, ist jetzt da oben in der Falle. Ich verstehe. Das finde ich cool. Der Trupp aus der letzten Mission ist da oben in der Falle. Und deswegen konnte ich auch die anderen beiden nicht benutzen. Die waren im Lager beschäftigt, damit ich die hier jetzt... Ja, jetzt wird mir alles klar. Finde ich sehr cool. Finde ich sehr cool. Und dann nehmen wir noch einen Aufklärer mit. Let's go. Und dann geht's los. Der Curtis. Ich habe noch gesagt, den werden wir wahrscheinlich nie benutzen. Squad E, two arms. Aber dann... Hold out for reinforcements. Let's go, everyone. ...hat er eine Special-Waffe bekommen. Ach, das gefällt mir, dass die beiden Missionen so direkt zusammenhängen. Finde ich wirklich sehr cool. Avoid direct confrontation until reinforcements arrive. Try to buy some time as you retreat. Oh, crap. Claude, over there! The bridge got washed away! How are we supposed to get back now? This rain is washing away a lot of dirt and debris. If we can find some that's sturdy enough to cross... Well, yeah, if there just conveniently happens to be a... Tree! Lightning just broke apart that tree. Oh my God, das ist aber schon ein krasser Zufall. Oh, hot damn. I think we got our crossing. Fällt das Teil auch noch exakt passend? Warum dann überhaupt das Story-Element einführen? Verstehe ich nicht. Dass die weggeschwemmt werden. As you wish. Watch out for counterattack. Nee, wir müssen näher ran. Ich will unsere Verfolger abschütteln. Mein Gott, was sind denn das für Verfolger? Die schütteln wir scheinbar nicht so leicht ab. Na, den schon. Also auch nicht leicht. Krass. Krass, die meint es ernst, dass wir fliehen müssen. Tja, damit habe ich nicht gerechnet, dass wir sie mit echten Gegnern zu tun kriegen. Ja, aber jetzt mal ehrlich, irgendwas stimmt mit der Infanterie da nicht, oder? Also mit dem da. Moment, da bräuchte er jetzt nur 3 Schüsse. Ha, das ist komisch. Dann war ich... Ah, ich weiß schon. Ah, die mit der Ritterrüstung hat ein feindliches Gewehr. Die muss viel näher ran. Dafür würde sie dann viel mehr Schaden machen. Ja, 2 Kopftreffer hätte ich mir schon gewünscht von dir, Godwin. Aber gut. Geh mal scouten. Well, roadblock. Got a tree in our way. Damn. Do we have to go around it? Or can we... Oh, Entschuldigung. Oder können wir durchbrechen? Ah, mal schauen. Aber wir können auch einfach außen rum gehen eigentlich, oder?
Commencing attack. Keep firing! Jetzt komm schon, hol ihn dir. Zwei Kopftreffer, das schafft er. There. Yes! Alright, enemy spot. Take him out. Wenn er immer sein Gewehr so hält und Luft holt, dann erwarte ich immer, dass irgendwas anderes kommt als... Alright. Das ist immer so, als müsste er gleich sagen... Buja! Oder irgendwie sowas Dämliches. Aber er steht immer da, nimmt sein Gewehr, macht... Und dann sagt er... Alright. So. Du da, Ingenieur. Jetzt mal ohne Witz. Schluss jetzt. Your own damn fault. Target destroyed. Ja, das ist aber schon fast ein bisschen zynisch, wie das verharmlost wird, dass ich einen Menschen umbringe, indem das Target zerstört wird. Tja. So, jetzt passt auf, ich könnte zwar... Was? They are in the trees? Sie sind in den Bäumen? Ich glaube, das wäre ein bisschen paranoid. Ich könnte zwar auch unsere Gegner angreifen, aber ich könnte auch den Baum wegsprengen, dann könnten wir die Abkürzung nehmen. Aber Gegner wegsprengen... Na gut, Baum. Cool. Ich habe gehofft, dass das funktioniert. Steuere ich jetzt eigentlich gerade nur den Trupp und nicht den Verstärkungstrupp? Ja, okay, gut. Dann kann ich nochmal mit einziehen. Dann ziehe ich jetzt einfach nochmal mit Raz nur deswegen, weil er am weitesten hinten ist. Damit er nachkommt. Ein bisschen... Und er bewacht den Eingang hier. Auch nicht schlecht. Da sind aber viele Bewegungspunkte. Kann es sein, dass hier echt viele Gegner kommen? Oh, beinahe hätten sie ihn erwischt. Naja, jetzt beim Gegenfeuer. Beim Rückfeuern kann Claude den wegschießen. I don't think so. Yeah, mit dem Kopf in den Sandsack. Can't run. Oh Gott. There. Oh Gott. Wir haben keinen Sanitäter dabei. Ach so, aber es hatte jeder seine eigene Ragnarit-Teilungsgranate. Feindliche Verstärkung aufgetaucht. Oh Mann, habt ihr das gesehen? Das war echt knapp. Ich hab's befürchtet. Als ich gesehen habe, dass es ein Stoßtrupp ist, da wusste ich... Oh, Arf, Arf! Ist das? Finde ich auch lustig, dass der Rex heißt, aber halt ganz anders geschrieben. Nicht R-E-X oder so, sondern R-A-G-S. Rax. I know that bark. It's Rex, which means... Backup. The cavalry is here. Hell yeah! No more running away, right, Scaredy Claude? Right. Weapons free. Time for our counterattack. Ich bin eigentlich schon die ganze Zeit im Counter-Attack-Modus. Ich glaube, das haben meine Leute nur noch nicht mitbekommen. Ach, schau. Nein, ich habe doch gedrückt. Na, egal. Come on!
ist nur ein Pionier. Easy. Peasy. All allies have been taken out. Found it. Okay. Here comes the pain. Come on. Target destroyed. Raz muss jetzt hier ein bisschen alleine aufräumen, weil ich traue mich nicht. Weder traue ich mich Claude zu nehmen, weil der sonst sofort weggeschossen wird, noch traue ich mich irgendjemand anderen zu nehmen, weil er sonst vom Deckungsfeuer von dem vielleicht noch erwischt werden könnte. Aber passt schon, Raz macht das. Wenn er was kann. Den Gegner kaputt schießen. Das wäre beinahe ins Auge gegangen. Ich habe gar nicht dran gedacht, dass der Raz auch was tun kann. Ich meine Claude. Also, dass Raz Claude auch was tun kann, meinte ich. Aber gut, passt schon. Alles gut gegangen. Ziehen wir sie mal ein bisschen nach. Was ich meine. I have to see this through. Yes, you really have. Quatsch, was mache ich? So. Ich habe eine Idee. Glühbirne über dem Kopf. Irgendwie wirkt das komisch, oder? Ich finde schon. So, wenn ich jetzt nicht so einen Käse zusammenklicken würde, die ganze Zeit zusammendrücken, könnten wir ihn sogar noch bewegen, unseren Claude. Ach so, hier versperrt wieder ein Baumstamm den Weg. Na gut, da kümmern wir uns drum. Ich meine, ich habe zwar eigentlich, aber ist egal. Warum haben wir Connor dabei? Wahrscheinlich würden Granaten auch reichen, ne? Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, aber vermutlich. Oh, ich habe die fast ein bisschen nah an dem Baum geparkt. Ist das überhaupt der Baum? Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, wo der Baum ist und wo nicht. Ah, zertrümmerter Baum, da haben wir den. Na dann. Gut. Was, der will mitten im Krieg in der Schlacht auf einmal Hasen jagen? Komischer Kerl. As you wish. Der in Deckung? Nein, der steht nicht in Deckung. Das ist sein Todesurteil. Okay. Einen haben wir noch. Just don't get in my way. Nothing slows me down. Darf Godwin noch ein bisschen scouten gehen? I want to get back to base and take a shower. Found them. Found them. Ich gehe mal den Weg, weil ich kann mir gerade überhaupt nicht erklären, wo der herkommt und wo der hingeht. Aber ich glaube, das ist einfach nur ein alternativer Rundweg. Ja, genau. Hätte ich mir sparen können. Aber egal. Wenigstens weiß ich jetzt, dass da keine Feinde drin sind und er ist gut versteckt. War vielleicht gar nicht so blöd, da reinzugehen. Oh oh. Wir werden verfolgt.
Okay, mehr macht er gar nicht mehr. Na gut, da die Verstärkung noch nicht mal da ist und die Mission... die Verstärkung ist da. Die Mission wird wahrscheinlich noch ein bisschen länger. Dann machen wir hier jetzt einen Cut und morgen beenden wir die Geschichte dann und schauen mal, wie es weitergeht. Ich bin gespannt. Danke fürs Zusehen. Bis dann. Ciao.